Jetzt aber zum Saarderby. Borussia Neunkirchen gegen den 1. FC Saarbrücken. Ein Traditionsduell. Schon lange davor, auch in den letzten Jahren, obwohl beide Mannschaften schon lange nicht mehr in der Bundesliga spielen, wo sie beide ja durchaus für Furore gesorgt haben. Im letzten Jahr gab es dieses Derby und da ging es 2:2 aus. Auch damals war Saarbrücken schon Favorit und Neunkirchen konnte sich empfehlen. In diesem Jahr ist das ähnlich. Saarbrücken der absolute Topfavorit, Neunkirchen in der Außenseiterrolle, hat aber zuletzt Homburg, also den Verfolger von Saarbrücken, mit 3:0 abgefertigt. Insofern war heute durchaus eine Überraschung drin. Ob die gelungen ist, sagt Ihnen Frank Grundheber. Das ist ein Festtag für den Saarfußball. Knapp 5000 Zuschauer im altehrwürdigen Ellenfeld in Neunkirchen. Heute die Arena für ein hoffentlich gutes Fußballspiel. Es gab zwar keine Kampfansagen von Seiten der Borussia, aber gestern im Abschlusstraining war schon deutlich zu spüren, dass das Team von Günther Erhardt gerne dem 1. FC Saarbrücken die erste Saisonniederlage zufügen will. Neunkirchen heute ohne 5, Kerber, Müller, Klein, Trapp und Ternes verletzt. Dafür A-Jugendspieler Henrik Zuck von Beginn an dabei. Und auch Dieter Ferner ebenfalls mit großen Verletzungssorgen in der Innenverteidigung der Gäste. Heute ein neu formiertes Duo, Philipp Wollscheid und Manuel Zeitz. Mit Rosgoni, Berafato und Duffy sind gleich drei Schlüsselspieler ausgefallen. Zurück im Team Nasse Fajdarovic und Nico Weißmann, die vergangene Woche geschont wurden. Der Kader von Dieter Ferner arg dezimiert. Richtig gute Fußballstimmung im Ellenfeld. Und der erste zarte Versuch eines Angriffs kommt dann von der Borussia. Delic mit dem Freistoß. Gerade für ihn ist es ja heute ein ganz besonderes Spiel. Hat ja früher beim FCS gespielt und sagt noch heute, dass Saarbrücken seine besondere Liebe gilt. Die Borussia seit 10 Spielen in Folge ungeschlagen mit dem Versuch eines kontrollierten Spielaufbaus. Sieht gut aus. Und dann ist es Henrik Zuck. Der A-Jugendspieler, er hat ja vergangene Woche gegen Mechtersheim seinen ersten Oberligatreffer erzielt. Saarbrücken präsent und mit guter Spieleröffnung hier über die Außenposition. Versuchen sie das 1 gegen 1, Deletta. Und dann der FCS-Kapitän Nico Weißmann mit der ersten richtig guten Chance des Spiels. 13. Minute, Nico Weißmann. Tolle Vorarbeit von Pascal Stiletta. Und Nico Weißmann, Riesenmöglichkeit, seinen 7. Saisontreffer zu erzielen. Ja, Nico Weißmann, er ist so etwas wie die Seele des Saarbrücker Spiels, der verlängerte Arm von Trainer Dieter Ferner. Und da entwickelte sich schon in den Anfangsminuten eine Partie mit einigen Torraumszenen. Die nächste in der 22. Minute. Der 1. FC Saarbrücken über Weißmann. Otto. Und dann kommt Samar Mosain an den Ball. Ja, guter Versuch, Benjamin Sorg, aber sicher. Der Platz im Ellenfeld ist hart. Der wurde in den letzten Tagen extra noch mal gepflegt. Das Hinspiel hatte der FCS ja mit 4:0 gewonnen und auch heute drängt der Tabellenführer auf ein Tor. Nächste Attacke auf den Neunkircher Strafraum. Nasse Fajdarovic brandgefährlich, der Bosnier. Situation war zwar abgepfiffen, aber keiner ist in dieser Liga so treffsicher wie der 24-Jährige. Aber Borussia Neunkirchen hat zur Konstanz zurückgefunden. Nach schwankenden Leistungen in der Hinrunde jetzt viel mehr Stabilität. Die 27. Minute, der erste Auftritt von Stürmer Saitschua. Toll, wie er sich da durchsetzt und diesen Kopfball unbedingt noch in Richtung Saarbrücker Tor befördern will. Schreib kam ja vom SV Auersmacher zur Borussia und er schlägt sich schon seit Monaten mit Knie- und Leistenproblemen herum. Und jetzt die Mannschaft von Günther Erhardt mit einer stärkeren Phase. Der Ball lief jetzt richtig gut im Spiel der Borussia. Und dann wieder Henrik Zuck, erneut guter Auftritt des 18-Jährigen. Also wenn das die Nachwuchsspieler der Borussia sind, dann braucht man sich in Neunkirchen keine großen Sorgen zu machen.
Und dass diese Situation richtig Gefahr bedeutete für das Saarbrücker Tor, das sehen Sie hier noch mal ganz deutlich. Das Chancenverhältnis jetzt ausgeglichen, der erste FC Saarbrücken vielleicht spielerisch gefälliger, aber Neunkirchen bleibt ebenfalls gefährlich. Aber der beste Sturm der Klasse wollte noch einen Treffer vor der Halbzeit. Prächtige 77 Mal hat der FCS in 26 Spielen getroffen. 5 Minuten vor der Pause, da wird's noch mal heiß im Neunkircher Strafraum. Achtung, Hajdarovic mit der nächsten Chance, die Führung zu erzielen. Otto und Strohmann als Vorarbeiter. Und dann schnappt sich Hajdarovic den Ball. Trotzdem bleibt es beim 0. Das ist ein wirklich gutes Fußballspiel, ohne große Leerlaufzeiten, viel Bewegung, nur ein Tor. Fehlt noch zum Glück der Fans. Saarbrücken bleibt dran. Der nächste Aufreger. Und natürlich steht wieder die Nummer 20 des FCS im Mittelpunkt. Nassef Hajdarovic, sein 18. Saisontreffer, will nicht fangen. Saarbrücken drückt jetzt mächtig, Neunkirchen am eigenen Strafraum gebunden. Und Benjamin Sorg muss ein ums andere Mal richtig anpacken, um das 0:0 für die Borussia noch in die Pause zu retten. Und wieder ist Nassef Hajdarovic beteiligt. Er war immer da, wenn es gefährlich wurde beim ersten FC Saarbrücken. Strohmann geht da mit Kopfschmerzen in die Pause. 0:0 also der Pausenstand, kurze Verschnaufpause für die Teams, die dann aber umso aggressiver und erholt auf das Feld zurückkehrten. Und zu spüren bekommt FCS-Talent Manuel Zeitz. Ja, das ist richtiger Kampf. Und jetzt spielt Saarbrücken in Richtung seiner eigenen Fans. Stiletta, schön auf Hajdarovic und das geht hier gleich so weiter wie im ersten Abschnitt. Der FCS kommt wach aus der Kabine. Die letzten 3 Spiele haben die Blau-Schwarzen ja in Serie gewonnen. Und auch heute sieht es so aus, als ob Erfolg Nummer 4 dazukommen kann. Eine knappe Viertelstunde gespielt in der zweiten Hälfte. Und dann leitet Benjamin Sorg einen Angriff für die Borussia ein. Die Neunkircher setzen sich gut durch. Hamami, dann Chuaib und dann kommt der Ball zu Thorsten Bruch. Und das ist die bislang beste Chance der Partie. Der Thorsten Bruch hat die Führung auf dem rechten Fuß. Aber die Wiederholung zeigt, Tobias Rott, der Torhüter des FCS, war da noch dran. Glänzender Reflex des Saarbrücker Keepers. Achtung, hier zuckt die Hand noch mal raus. Und dann das ganze Leid des Thorsten Bruch. Der FCS auf der Gegenseite über Alexander Otto. Und er wird da hart attackiert im Neunkircher Strafraum. Schauen Sie an, da ist richtig Feuer, richtig Gift in dieser Partie. Nee, das ist kein lauer Frühsommerkick. Saarbrücken ist trotz deutlicher Tabellenführung nicht satt. Und auch die Borussia hängt sich richtig rein. Das ist toller Oberliga-Fußball. Die Stimmung war jetzt aufgehitzt im Stadion. Und dann noch einmal die Borussia. Die 77. Minute. Philipp Wolscheid kann da nicht richtig klären. Und dann der eingewechselte Ralf Fürte. Gefahr für das Saarbrücker Tor. Die Partie jetzt zwar nicht mehr ganz so schnell wie in den ersten 60 Minuten, aber dadurch, dass Kräfte und Konzentration etwas nachlassen, ergeben sich Chancen wie hier. Und Günther Ehrhardt versucht noch mal von draußen zu sortieren. Saarbrücken mit dem erneuten Anrennen. Otto auf Marcel Schuck, er war für Samamosa hingekommen und vergibt ebenfalls. Ja, Chancen gibt es heute genug auf beiden Seiten, aber Tore bislang noch nicht. Marcel Schuck hat in dieser Saison schon 7 Mal getroffen.
Das macht er ganz gut hier, aber die Tore scheinen heute auf beiden Seiten wie vernagelt. Dieter Ferner brachte jetzt auch noch Brückerhoff und Petri Kampf bis zuletzt im Ellenfeld. Neunkirchen kommt da nicht richtig durch und der FCS kann sich befreien. Die Nachspielzeit, das wird die letzte Chance dieser Partie. Michael Petri. Nassif Haidarovic. Und jetzt wird das Spiel verlagert. Über Alexander Otto und Kohler. Und dann hat Marcel Schuck den Siegtreffer auf dem Fuß. Aber auch seine zweite Riesenchance lässt er liegen. Ein tolles Fußballspiel bei herrlichem Wetter und vor einer super Kulisse geht zu Ende. Leider ohne Tore. Und Marcel Schuck, er hätte dieses Spiel entscheiden können. Saarbrücken mit einem Chancenplus, aber auch die Borussia hatte ihre Möglichkeiten. Immerhin, beide Serien halten weiter an. Neunkirchen bleibt auch im 11. Spiel hintereinander ungeschlagen. Und der FCS fängt sich auch im 27. Spiel in Folge keine Niederlage. Und die Fans freuen sich über den hautnahen Kontakt mit den Spielern. Manuel Zeitz mit seinen weiblichen Anhängern. Schiedlich friedlich endet dieses Spiel. Es gab viel Kampf, viele Torraumszenen. Und dabei war dieses Saar-Derby immer fair. Daniel Scheider, bitte. Also ein torloses Unentschieden in diesem Saar-Derby Neunkirchen gegen Saarbrücken. Und jetzt schalten wir live rüber ins Ellenfeld-Stadion nach Neunkirchen. Dort sind uns beide Trainer zugeschaltet. Zunächst mal die Frage an Günther Ehrhardt. Ein Achtungserfolg, ein Unentschieden gegen Saarbrücken, das schafft nicht jede Mannschaft. Das hat nur eine Handvoll Mannschaften geschafft. Das müsste Ihnen eigentlich Zufriedenheit geben, Günther Ehrhardt. Ja, das Ergebnis, denke ich, geht in Ordnung. Es war in jeder Zeit packendes Spiel. Das Ergebnis war zwar leider für die Zuschauer nicht so attraktiv, allerdings, denke ich, war es vom Tempo und auch von den Torraumszenen eine ansprechende Partie. Wir haben leidenschaftlich gekämpft, sind viel gelaufen und ich denke, wir sind heute gegen einen wirklich sehr starken Gegner ans Limit gegangen und können uns jetzt über einen Punkt freuen, den die Mannschaft sich auch redlich verdient hat. Ja, dann gleich mal die Frage rüber zu Dieter Ferner. Sind Sie denn auch zufrieden oder ist Ihre Mannschaft im Moment so weit, dass sie die Meisterschaft einfach noch ein wenig hinauszögern will? So hat man den Eindruck. Nein, das auf keinen Fall. Ich kann mich da eigentlich nur den Worten von Günther anschließen. Ich glaube, wir haben heute eine sehr interessante Oberliga-Partie gesehen mit einer ansprechenden Kulisse, was nicht Oberliga-mäßig war, muss ich einfach mal sagen, waren die Platzverhältnisse hier. Ein richtig gutes Fußballspiel konnte man hier nicht zeigen. Und das trifft aber auf beide Mannschaften zu. Wir hatten vielleicht die eine oder andere mehr Torschancen und der eine oder andere größere Spielanteile. Aber im Großen und Ganzen geht dieses 0:0 in Ordnung. Günther Ehrhardt, Sie haben jetzt das Spitzenduo sozusagen geärgert, haben die Homburger geschlagen, haben Saarbrücken einen Punkt abgetrotzt. Was macht Ihr Team derzeit so stark im Vergleich zur Hinrunde? Ja, ich denke, wir sind insgesamt gefestigt. Trotz den vielen Ausfällen, die wir zu verkraften haben, fügen sich die jungen Spieler nahtlos ein. Wir sind sehr gut organisiert, lassen kaum Torschancen aus dem Spiel heraus zu. Und das Ergebnis von heute spricht dafür. Wir haben, ich glaube, Saarbrücken hat auswärts bisher immer ein Tor erzielt. Heute haben sie es nicht hinbekommen und darauf bauen wir. Und wir können allerdings in der Vorwärtsbewegung noch etwas besser spielen. Das haben wir auch in den zurückliegenden Spielen getan, insbesondere gegen Homburg. Heute war es schwer. Ich denke, das Spiel am Mittwoch hat auch seines dazu getan. Wir waren kräftemäßig heute nicht so präsent und deshalb müssen wir mit dem Punkt leben. Dieter Ferner, ich habe so ein bisschen den Eindruck, in den letzten Spielen ist Ihnen so ein wenig die spielerische Leichtigkeit abhanden gekommen. Sind das nur die Verletzten oder die englischen Wochen? Was würden Sie sagen? Nein, jetzt geht es natürlich zum Ende der Saison. Ich meine, wir müssen natürlich bei unserem Spiel immer mit einem erhöhten Live-Pensum aufwarten, um unser Spiel aufziehen zu können.
Der Gegner, brauche ich ja keinem zu sagen, ist gegen uns immer hundertprozentig motiviert, egal auf welchem Platz der Tabelle er jetzt steht. Wenn man sieht, wenn wir nach auswärts fahren, was da alles über den großen FCS erzählt wird, Bundesligist und. Aber das liegt ja schon zurück zur Steinzeit, muss man da zurückblicken. Aber ich bin im Großen und Ganzen mit das, was der Mannschaft dieses Jahr abgeliefert hat, zufrieden. Dass es jetzt zum Ende der Saison ein bisschen holprig wird, damit hatte ich eigentlich gerechnet. Aber ich glaube, wir sind so gefestigt, dass wir das Ding nach Hause fahren können. Günther Ehert, Sie sind jetzt Tabellenvierter, haben sich also so ein bisschen nach vorne gearbeitet. Allerdings ganz nach vorne reicht es eben nicht. Nach hinten ist man eigentlich auch sicher. Wo nimmt man die Motivation her, jetzt noch mal richtig Gas zu geben? Wie motivieren Sie Ihre Jungs? Ja, ich denke, bis zu dem jetzigen Spiel war das ein Selbstläufer, weil jeder eigentlich heute spielen wollte. Jetzt muss man sich nochmal neue Gedanken machen und muss sich auch nochmal neu motivieren. Wir versuchen, die in der Tabelle so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Und das sollte eigentlich Motivation genug sein für die Jungs. Und ich denke, wir haben da keine Probleme. Dieter Ferner hat wahrscheinlich auch überhaupt keine Motivationsprobleme, denn am Dienstag steht ein enorm schwieriges Spiel an gegen Elversberg. Darauf freut sich das halbe Fußball-Saarland. Inwiefern ist das eine Standortbestimmung, Dieter Ferner? Ja, das muss man mal sehen. Es ist eine Tatsache, dass man in diesem Wettbewerb nur weiterkommt, wenn man das Spiel gewinnen wird. Das wird natürlich schwer. Sie haben ja gesehen, wir haben da auch zurzeit einige personellen Probleme. Ich werde sehen, was sich da bis Dienstag noch tut. Wenn eine Klasse unter gegen eine Klasse oberen Mannschaft antritt, ist natürlich die Klasse oberen Mannschaft der Favorit. Das habe ich eigentlich noch nie anders erlebt. Aber ohne Gegenwehr werden wir mit Sicherheit diese Sache nicht herschenken. An Günther Ehert vielleicht noch kurz die Frage, sind denn die Planungen schon in Richtung nächste Saison? Möchte Neunkirchen nächste Saison vielleicht die Regionalliga wieder in Angriff nehmen, wenn Saarbrücken die stärkste Mannschaft raus ist, wonach es ja aussieht? Dazu kann ich im Moment noch gar nichts sagen. Das hängt, wie Sie wissen, immer an dem lieben Geld. Und die Planungen laufen zwar, aber wie das jetzt genau aussieht, das weiß ich im Moment auch noch nicht. Dasselbe gilt auch für Ihren Kollegen Dieter Ferner. Da sind nämlich auch die Verträge noch nicht dingfest für die kommende Saison. Wir wünschen Ihnen beiden alles Gute. Zunächst mal Saarbrücken natürlich alles Gute für das Saarland-Pokal-Halbfinale und alles Gute für den Rest der Saison. Danke nach Neunkirchen. Danke sehr. Und dann schauen wir auf die Oberliga-Nachholspiele des heutigen Spieltages. Borussia Neunkirchen, wie gesehen, gegen den 1. FC Saarbrücken 0:0. Der FC Homburg siegt gegen die Spielvereinigung Wirges mit 2:1. Die beiden Mannschaften haben also gepunktet, alle anderen Saarclubs nicht. Wenn man auf die folgenden Ergebnisse schaut, Betzdorf-Mechtersheim 4:0, Ida Oberstein schlägt SV Elversberg 2 mit 3:0. Und damit bleibt Elversberg nach wie vor im Abstiegskampf. Rosbach gegen Mettlach ebenfalls ein 3:0. Und Waldalgesheim, der Aufsteiger, schlägt die Sportfreunde Köllerbach mit 1:0. Das hat folgende Auswirkungen auf die Tabelle. Saarbrücken nach wie vor vorne, allerdings jetzt nicht mehr ganz so viel Punkte Vorsprung vor Homburg. Es sind jetzt nur noch in Anführungszeichen 15. Ich denke, der Käse ist trotzdem gerollt. Pirmasens dann Dritter mit 48 Punkten, Ida Oberstein Vierter mit 45, dann Borussia Neunkirchen, bester Saarclub mit 44, dann Rosbach, Wirges, Betzdorf, Mechtersheim. Zweite Tabellenhälfte beginnt mit Niederauerbach, dem SC Hauenstein. Da geht es dann weiter. Drittbester Saarclub ist dann Rot-Weiß Hasborn mit 30 Punkten. Ich denke mal im gesicherten Mittelfeld. Und hinten die Sportfreunde Köllerbach als 15. mit 25 Punkten. Elversberg 2 als 16. Und Mettlach noch in der Abstiegszone. Wobei man sagen muss, diese Abstiegszone könnte möglicherweise auch Elversberg noch umfassen. Es hängt nämlich davon ab, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga absteigen. Derzeit sieht es danach aus, als würde Worms runterkommen. Und dann wäre auch Elversberg weg. Also ich denke, da ist noch einiges zu tun.